Servus, die Marlon, grüß euch, die Buben. Ja, ich habe heute leider nur 2-3 Stunden Zeit. Dann muss ich wieder zu Hause sein. Aber da das Wetter so schön ist, nutze ich das natürlich aus. Gehe in den nahen Wald, Nähe vom Hausberg. Und ich bin im Wald ein paar schöne Stunden machen. Und ja, die Zeit bringt. Auf geht's. Reinlese, wie das auch bald so weit sein. Die stehen schon voll unter Saft. Natürlich, die haben die auch getestet. Ja, und um den Tag noch genießen zu können, schlagen wir uns ganz einfach jetzt mal in den Wald. Wieder angekommen. Seht euch mal diese Lichtspiele hier an. Ja, meine alten Abonnenten werden das wahrscheinlich kennen. Das ist dieser Lehmfelsen. Aber meine neuen kennen das noch nicht, also möchte ich es auch denen schnell zeigen. Wirklich sehen kann, dass das hier geht. Ja, hier liegt auch noch eine alte Birke, eine verfaulte. Und daran zeige ich euch jetzt mal, wie gut das die Birkenrinde brennt. So. Man kann sehen, das Ding brennt super. Ja, ich denke, das Plätzchen hier ist gut, das werde ich mir einvernehmen. Ich denke, hier wird nichts mehr. Gibt heute
bald wieder Chili con Carne. Ja, dazu kommt jetzt noch ein bisschen scharfes Zeug. So, und jetzt lassen wir uns es schmecken. Mahlzeit, Freunde. Die Umgebung dazu. Perfekt. Und noch ein bisschen Energy, wie immer. Kann ich immer brauchen. Während mein Käfchen kocht, zeige ich hier nochmal einen kleinen Rundblick, was ich hier sehe von hier. Wirklich sehr schön. Bin da jetzt unmittelbar in dem Lehmfelsen. Sehr schön die Spinnennetze, die sich in der Sonne wiegen. Prost, Freunde. Lässt sich so aushalten. Einfach die Natur genießen. Geht es wieder retour, da ich ja leider nach Hause muss, aber ja, waren schöne 2,5 Stunden und das ist doch optimal. Sind wir wieder auf dem Weg und jetzt geht's runter zum Auto. Ja, dann sage ich wieder mal danke, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Man sieht sich auf YouTube. Also, servus die Malen. Viert euch die Buben.